In letzter Zeit sehe ich immer mehr Outlook-Umgebungen, in denen viele Postfächer eingebunden sind und in denen die Leute auch relativ viele Ordner haben und dann feststellen, dass es gar nicht so einfach ist, einen Überblick zu behalten. Und da möchte ich euch heute ein paar Tipps geben. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger. Ich habe hier mal einen Outlook-Umgebung vorbereitet mit mehreren Postfächern. Nämlich habe ich hier das Postfach Akademie, das ist mein persönliches Postfach. Dann habe ich noch ein Postfach von einem Kollegen, dem Philipp Knauer, eingebunden. Da kann ich nur auf den Posteingang zugreifen. Und dann habe ich noch zwei Sammelpostfächer oder Funktionspostfächer. In der Exchange-Server-Technologie nennt sich das Shared Folder oder freigegebene Postfächer. Und was ihr hier seht, ist, wenn ich diese Postfächer ausklappe und dann damit arbeite, zum Beispiel möchte ich jetzt in den Posteingang von dem Trainertreffen-Postfach, dann muss ich da runter und dann gehe ich da in den Posteingang. Und da höre ich in letzter Zeit immer wieder, dass das eben nervig ist, sich hier so durchzublättern. Und die beste Möglichkeit, damit umzugehen, ist eigentlich, dass man sich zumindest mal bestimmte Ordner, die man besonders benutzt, zum Beispiel hier die Posteingänge, hier oben in die Favoriten holt. Meine Empfehlung ist, den Ordner, den ihr zum Favoriten machen wollt, mit der rechten Maustaste anzuklicken und dann den Befehl zu Favoriten hinzufügen zu wählen. Dann seht ihr, wird der hier oben mit aufgenommen und automatisch wird an dem bestehenden Posteingangsfavoriten auch noch die E-Mail-Adresse mit angezeigt, sodass man also auch weiß, wo der Posteingang dazugehört. Und das mache ich jetzt noch hier für die Infoadresse. Da seht ihr, kommt die hier dazu. Und ich könnte jetzt auch statt mit einem Rechtsklick das hinzuzufügen, könnte ich auch den Posteingang hier oben reinziehen. Ihr seht, das geht genauso. Da müsst ihr halt nur aufpassen, dass ihr nicht diesen Posteingang nehmt und dann irgendwo hier auf dem Weg hängen bleibt und den dann irgendwohin verschiebt. Also in so einem Fall am besten irgendwo hinziehen, zum Beispiel ganz nach oben, so dass ihr da irgendwie so einen Kreis erhaltet, dass man das dort nicht nutzen kann, diese Funktion, und dann erst loslassen oder auch einfach, während ihr noch die Maus gedrückt haltet, die Escape-Taste drücken, dann wird dieser Vorgang des Verschiebens auch abgebrochen. Wenn ihr diese Favoriten habt, könnt ihr euch die auch weiter organisieren. Also nehmen wir mal an, ihr habt noch zu dem Infopostfach auch die gesendeten Mails in den Favoriten. Dann könnt ihr jetzt diesen Favoriten hier auch in der Reihenfolge verschieben, sodass dann der Posteingang und die gesendeten hier untereinander sind. Und dann braucht ihr im Prinzip hier unten relativ wenig von den Postfächern nur zu sehen. Ihr könnt die also im Prinzip einklappen und könnt dann hier über die Favoriten die allermeisten Sachen machen, die ihr hier braucht. Schauen wir uns mal als nächstes an, wie das mit dem Anlegen von Ordnern und alphabetischer Sortierung und so ist. Wenn ich jetzt in mein Akademie-Postfach gehe und ich habe hier den Posteingang, da habe ich mal eine Ordnerstruktur angelegt. Unter Ablage habe ich Teilnehmerfragen zu verschiedenen Programmen. Und wenn ich jetzt in diesem Bereich, also als Unterordner von Teilnehmerfragen, einen neuen Ordner anlege, sagen wir mal M365, und ich drücke jetzt die Enter-Taste, dann wird der alphabetisch einsortiert. Ihr seht, der steht dann zwischen Excel und OneNote. Jetzt gibt es die Möglichkeit, dass man per Drag and Drop zum Beispiel hier die Reihenfolge verändert. Also ich könnte zum Beispiel sagen, der Outlook-Ordner ist für mich der wichtigste und den möchte ich ganz oben sehen. Und dann seht ihr, ist jetzt nicht mehr alphabetisch sortiert, sondern es geht eben los mit Outlook, dann kommt Excel und so weiter. Und wenn ich jetzt einen neuen Ordner hinzufüge als Unterordner für die Teilnehmerfragen, ich nenne den mal Planner und drücke die Enter-Taste, dann seht ihr, der wird nicht mehr alphabetisch von A bis Z einsortiert, weil hier innerhalb dieses Ordners Teilnehmerfragen jetzt die Sortierung manuell ist. Und wenn ihr die wieder auf alphabetisch setzen wollt, macht ihr einen Rechtsklick auf den übergeordneten Ordner, hier Teilnehmerfragen, und dann wählt ihr den Befehl Unterordner von A bis Z sortieren und dann seht ihr, habt ihr wieder eine alphabetische Sortierung. Also merkt euch, wenn ihr einmal hier per Drag and Drop die Reihenfolge verändert, dann wird beim Neuanlegen nicht mehr alphabetisch sortiert, sondern das müsst ihr dann mit einem Rechtsklick Unterordner von A bis Z sortieren wieder in Ordnung bringen. Wenn man sich das mal anschaut auf der Ebene des Postfachs und da diesen Rechtsklick macht, Unterordner von A nach Z sortieren,
dann sieht das hier nicht wirklich von A bis Z aus, Posteingang, Entwürfe gesendet. Das ist auch nicht die englische Sortierung, sondern das ist hier auf der obersten Ebene eine Standardsortierung. Und wenn ihr jetzt zum Postfach einen neuen Ordner anlegt, ich nenne den mal Test, dann seht ihr, der wird automatisch oben angelegt. Und wenn ihr jetzt wählt, Unterordner von A bis Z sortieren, dann wird auch der hier entsprechend einsortiert. Übrigens die Reihenfolge verändern, so wie wir das bei den Ordnern gemacht haben, können wir auch bei den Postfächern. Wenn ich sage, das Trainertreffen Postfach möchte ich weiter oben haben, ist es am besten, ihr klappt die alle so ein und dann nehmt ihr das Trainertreffen und zieht es in der Reihenfolge einfach an die Stelle, an der ihr es braucht. Im Prinzip hat dieses Postfach eine komplette Ordnerstruktur, wo auch Kalender, Aufgaben und Kontakte dazu gehören. Wenn wir jetzt in der Komponente E-Mail sind, dann sehen wir hier nur Mail-Ordner. Und wenn ich in den Kalender wechsle, dann sehe ich hier im Kalender nur Kalender-Ordner. Wenn man auf die drei Punkte klickt und dann den Befehl Ordner auswählt, dann sieht man diese Ordnerstruktur besser. Und ich finde, am besten sieht man das, wenn man im Posteingang ist, beziehungsweise im Mail-Ordner und dann über die drei Punkte die Ordner aufruft. Dann sieht man hier sehr schön, es geht da mit Posteingang los, dann gibt es Aufgaben und Kalender, also eine Ordnerstruktur. Und ich klappe jetzt mal den Posteingang hier ein bisschen aus, dann seht ihr, an dem Ordner Beispiel und dem Ordner Vorlagen sind zwei so Manschgall dabei. Das liegt daran, ich mache mal einen Rechtsklick, Eigenschaften, Berechtigungen, weil hier Berechtigungen vergeben sind. Und wenn man diese Berechtigungen entfernt, mit OK bestätigt, dann seht ihr, verschwinden die Manschgall. Leider sieht man das nicht, wenn man ganz normal in der E-Mail-Komponente ist, hier in den Ordnern, sondern, na, auch hier seht ihr, da ist das nicht dabei, sondern ihr müsst erst auf die drei Punkte Ordner und dann seht ihr hier, dass hier Ordnerberechtigungen vergeben sind. Da habe ich auch schon mal ein paar Videos dazu gemacht, die verlinke ich euch in der Infokarte. Wenn wir uns das jetzt hier nochmal von der Benennung und der Sortierung anschauen, dann seht ihr, hier kommen Posteingang, Entwürfe, Gesendete, da kommen erstmal ein paar Mail-Ordner, die Standard sind und dann geht es tatsächlich alphabetisch weiter mit Ablage, den habe ich selber angelegt, Archiv, Aufgaben und so weiter und so fort. Und das heißt, wenn ich jetzt hier einen neuen Ordner anlege, ich nenne den mal Beispiel, dann seht ihr, im Gegensatz zu vorhin, werde ich jetzt gefragt, was der Ordner für Elemente enthält und wo er angelegt werden soll. Vorher hatte ich den Rechtsklick gemacht und ich konnte direkt den Namen eingeben. Das liegt daran, dass ich jetzt hier über die drei Punkte auf die Ordneransicht gegangen bin. Und dort könnte ich jetzt theoretisch auch einen Aufgabenordner oder einen Kontakteordner oder einen Kalenderordner an einer anderen Stelle anlegen. Macht man normalerweise nicht. Deshalb braucht es den Dialog beim Anlegen von neuen Ordnern, zum Beispiel in der Mail-Komponente, auch eigentlich nicht. Wenn ich jetzt also diesen Ordner Beispiel anlege und mit OK bestätige, dann seht ihr, der wird erstmal oben einsortiert, weil es die oberste Ebene ist und da haben wir keine komplette alphabetische Sortierung. Wenn ich jetzt das Postfach wieder von A bis Z sortiere, dann seht ihr, es kommen wieder erst die Standard-Mail-Ordner und dann kommt nach Aufgabe kommt dieser Beispielordner und so weiter. Ja, ich hoffe, das hilft euch weiter mit euren Fragen rund um Ablage, Struktur, vielleicht nicht inhaltlich, aber technisch. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die gerne unten in die Kommentare. In der Beschreibung habt ihr vielleicht schon gesehen, ich habe jetzt einen Newsletter, dass ich euch darauf hinweisen kann, wann es neue Videos gibt, weil ich festgestellt habe, dass viele der Abonnenten von YouTube gar nicht richtig auf neue Videos hingewiesen werden und dem möchte ich ein bisschen begegnen. Also tragt euch gerne in den Newsletter ein, der erscheint wöchentlich. Dann bleibt mir nur noch vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Ausprobieren und Anwenden und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.